Seid gegrüßt. Ich debattiere heute wieder mit René Schönhoff über die Frage, ob wir eine neue linke Partei gründen und inwieweit Sarah Wagenknecht, wenn sie denn eine neue Partei gründen würde, dafür die geeignete Kandidatin wäre. Die Bild-Zeitung hat ja vor kurzem 4 Punkte geleakt, die für diese neue Wagenknecht-Partei im Zentrum stehen würden. Wie valide das jetzt ist, kann man nicht sagen. Wagenknecht hat diesen Leak der Bild-Zeitung dementiert. Aber wir beziehen uns erstmal darauf, weil wir nichts Besseres haben. Die 4 Stichpunkte, die sie laut Bild fordert, sind wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, Frieden und Freiheit. Das ist jetzt erstmal sehr allgemein. Wir gehen da nachher noch konkreter drüber auf. Aber erstmal, René, was würdest du sagen, ist an der Person Sarah Wagenknecht so besonders und warum ist sie so eine Art Kristallisationsfigur, in der sich eine neue linke Partei bilden könnte? Also ich glaube, das hat so mehrere Punkte. Also erstmal ist zum Beispiel, also ihr Auftreten selber, also das, sie wirkt halt intelligent, souverän und sie wirkt auch aufrichtig von dem, was sie sagt, dass sie das auch so meint. Das hängt mit vielen verschiedenen Sachen zusammen. Zum Beispiel, dass sie Bürger wie Erwachsene behandelt und nicht wie Kleinkinder. Also das wirkt an ihrer Sprache und ihrer Kommunikation. Des Weiteren ist es halt auch so, sie lässt sich auch nicht so schnell kleinkriegen, gerade wenn zum Beispiel 4 Talkshow-Mitglieder zum Beispiel auf sie eindreschen, dann kann sie sich da sehr, sehr gut verteidigen. Und des Weiteren auch, sie versucht nicht zu moralisieren, sondern sie versucht halt auch immer so mal nah an den Leuten oder an den Malochen so genannten oder Normalbürgern sich zu orientieren. Also nach dem Motto zum Beispiel, XY hat mir geschrieben, ihre Sorgen mitgeteilt und so weiter, und das greift sie dann zum Beispiel immer wieder auf. Das kann man so mehrfach bewerten. Machen das andere linke Politiker nicht? Ich würde sagen, nein. Also es gibt ja in der Linkspartei auch andere wie Gregor Gysi. Würdest du sagen, die machen das nicht, oder? Ich glaube, bei Gregor Gysi ist es nochmal ein bisschen anders. Also erstmal, er ist ja, glaube ich, schon sehr lange, wie gesagt, im politischen Betrieb. Und aber er hat sich, glaube ich, auch eher teils eher zurückgezogen. Er macht ja so seine eigenen kleinen Talkrunde und so weiter. Und er versucht auch, glaube ich, auch nicht mehr Sachen zu popularisieren. Er hat ja noch nebenbei seinen anderen Job, glaube ich, seinen Anwaltsjob oder so, dass er dort halt noch Leute vertritt. Und das ist, da hat er, glaube ich, was anderes dann zu tun. Naja, denn ich würde tatsächlich sagen, es liegt weniger jetzt an ihrem Stil und mehr an den Inhalten, die sie vertritt. Die Linkspartei ist auf der Friedensfrage ja komplett eingeknickt. Also beispielsweise befürwortet sie jetzt Sanktionen gegen Russland. Sie hat nichts mehr gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, also gegen Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet. Also das ist ja ein eindeutiges inhaltliches Einknicken und da steht Wagenknecht sich halt klar dagegen und deswegen schießen die Medien gegen sie, was sie eben so zu dieser Kristallisationsfigur macht. Diese Abwehrschlacht, die die Medien da gerade gegen sie führen. Würdest du dem widersprechen? Nein, überhaupt gar nicht. Denn gerade diese Friedensfrage, da stand sie, was Unterlegen betrifft, stand sie ja echt alleine da. Denn als sie diese Friedensdemo dann bekannt gegeben hat und dass es so wichtig war, stand sie wie gesagt, Unterlegen wirklich alleine da. Und er hat ja mit Alice Schwarzer dann wie gesagt, Berlin ausgerufen. Und sie wurde auch dafür sehr, sehr stark kritisiert. Vielleicht aber auch dafür, weil sie einfach konstant oder auch einfach generell auch dafür wirklich steht und nicht denn nur weil es jetzt die Ukraine angegriffen wird und auch und dann klar halt Russland auch, das weiß ja jeder, größer ist, dass sie nicht gleich, weißt du, in diese Verteidigung geht, sondern auch wirklich sagt, nein, Frieden ist wichtig und es braucht ein beidseitiges Abrüsten, es braucht Diplomatie und selbst für die Position der Diplomatie wird sie ja schon angegriffen. Ja, also es ist eine völlig verrückte Kriegshetze, die wir gerade allenthalben erleben und Wagenknecht ist halt eine Kristallisationsfigur, die sich da gegenstellt. Und damit sind wir auch schon bei den inhaltlichen Punkten. Wagenknecht vertritt nämlich wirtschaftlich, so wie ich das beobachtet habe, ein klassisch, ja, sozialdemokratisches Programm. Wir fassen die beiden Punkte wirtschaftliche Vernunft und soziale Gerechtigkeit hier mal zusammen. Unter wirtschaftlicher Vernunft versteht sie erstmal, dass man irre Projekte der aktuellen Regierung stoppt, beispielsweise diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland, der ja zu einem enormen Anstieg der Energiepreise geführt hat. Also das, dem würden wir beide eigentlich zustimmen, oder? Also das auf jeden Fall. Also das ist, dass der Wirtschaftskrieg allgemein auch
also von ihr zumindest auch differenzierter betrachtet wird, im Gegensatz zu den anderen Linken. Das ist auf jeden Fall eine ihrer Merkmale, so besonders. Ja, absolut. Also man sollte nicht sich wie die Axt im Walde benehmen und plötzlich Wirtschaftskriege gegen andere große Wirtschaftsräume beginnen. Der Westen hat das ja in der Vergangenheit schon mit kleineren Volkswirtschaften wie dem Iran oder Venezuela oder Nicaragua oder wem auch immer gemacht. Aber jetzt hat der Westen sich eindeutig mit einer so großen Volkswirtschaft und einem so wichtigen Rohstofflieferanten angelegt, dass das halt extreme Rückwirkungen auf die eigene Volkswirtschaft hat. Und da sollte aller spätestens für Linke der Spaß wirklich aufhören. Naja. Aber trotzdem wird auch in dieser Frage natürlich gegen sie geschossen. Also die anderen Punkte von wirtschaftlicher Vernunft und von sozialer Gerechtigkeit, wie gesagt, die würde ich jetzt mal zusammenfassen. Das ist halt, dass die goldene Lohnregel eingehalten werden soll, also dass die Löhne plus die Produktivitätswachstum plus den Produktivität, also dass die nominale Lohnsteigerung dem Produktivitätswachstum plus der Zielinflation entsprechen soll, dass man die Lohnhierarchie verringern sollte durch stärkere Erhöhung des Mindestlohns beispielsweise. Allgemein, dass die Löhne entsprechend der Produktivität steigen sollten. Dass die Steuern für die Mitte und die Armen gesenkt werden sollten und die Steuern für die Reichen erhöht werden sollten, also klassische sozialdemokratische Forderungen, die auch zu makroökonomischer Stabilität beitragen. Ich meine, wenn die Reichen immer reicher werden und einen immer größeren Anteil des Bruttoinlandsproduktes auf sich versammeln, dann geht der Konsum zurück und dann schwächelt die Wirtschaft. Und das ist ja auch nicht gut. Nee, was auch noch oben drauf kommt, das ja, glaube ich, sehr seltener getan wird, das ist ja auch, dass sie zum Beispiel für die Entflechtung steht, zum Beispiel von Großkonzernen wie Lebensmittelkonzerne, und um deren Marktmacht zu verkleinern. Beispielsweise, weil wir ja wissen, das sind ja Edeka und Co., das sind ja eher Oligopole, die haben Aldi, Lidl und Co., das ist ja eher nur wenige haben, das ist die Macht verteilt. Und da wird sich ja dieser Wettbewerb vertreten und es würde sogar sagen, das würde sie noch weiter trennen. Nur als Beispiel, ja. Weil sie sagt, dass die Preise diktieren, die Preise festsetzen oder die auch höher setzen oder niedriger, je nachdem. Und dadurch, dass sie sagt, nee, das geht nicht, dann braucht es halt da auch noch mehr Wettbewerb. Da hast du absolut recht. Sie fordert also die Entflechtung großer Konzerne, eine Stärkung des Bundeskartellamtes. Und für den Fall, dass das nicht schnell genug geschehen sollte, fordert sie tatsächlich sektorale, temporäre Preiskontrollen für den Fall, dass es sektoral zu extrem starken Preisanstiegen kommen. Also vor etwas längerer Zeit mittlerweile schon, zu Beginn des Preisschocks, den wir gerade erlebt haben, hat die Ökonomin Isabella Weber ja temporäre sektorale Preiskontrollen gefordert, damit die Preise bestimmter Inputs nicht dadurch explodieren, dass sich die Konzerne eben übergroßen Anteil in die Tasche stecken und Übergewinne machen. Und dieser Forderung hat sich Wagenknecht jetzt eben angeschlossen, für den Fall, dass der Wettbewerb auf bestimmten Märkten eben nicht gut genug funktionieren sollte. Denn das ist ja Übergewinne sind ja ein Zeichen von nicht gut funktionierendem Wettbewerb. Also wenn die Unternehmen sich gegenseitig Konkurrenz machen und sich gegenseitig unterbieten, dann kommt es ja nicht dazu, dass sie plötzlich in einem Jahr das Dreifache an Gewinn machen, weil sie ihre Gewinnmarge so stark ausweiten können. Das passiert nur, wenn der Wettbewerb nicht richtig funktioniert. Und zusätzlich natürlich auch ist der Wettbewerb so, dass diese Situation ja auch ausgenutzt wird, weil man weiß, okay, alle konzentrieren sich darauf, dass Russland die Ukraine angegriffen wird und wir Sanktionen beschließen und dass wir in Energie woanders teurer einkaufen, dass natürlich, dass die Unternehmen sagen, oh, die wissen alle, oh, es gibt eine Inflation dadurch, oder die Preisschreigung eher, oder Preisschock. Dann packen wir die Marge noch oben drauf, also zusätzlich zu den Kosten. Und das ist das, was ja dann auch, was auch nie mal passiert ist, weil alle Leute natürlich meinten, oh, das wird anders gedacht, aber das hat man ja erst im Nachhinein gewusst, zum Beispiel Isabella Weber, die sich gesagt hat, ja, Moment mal, das stimmt ja irgendwie was nicht. Ja, absolut. Also das hat man nicht erst im Nachhinein gewusst. Sie hat das ja schon im Dezember 2021, also vor Beginn des Ukraine-Krieges gefordert. Weil selbst da schon einige Unternehmen ziemlich hohe Preisaufschläge, die auch nicht den Kostensteigerungen entsprachen, durchgesetzt haben. Und das ist in so einer Situation, in der sich die Inflation durch solche hohen Profite zu beschleunigen droht, auf jeden Fall eine intelligente Sache, um sich selbst verstärkende Effekte zu vermeiden. Beispielsweise eine Lohnpreisspirale, die wir ja auch nicht gesehen haben, aber die, wenn die Unternehmen die Preise immer weiter hochtreiben, ja tatsächlich hätte eintreten können. Und wenn die Politik eingegriffen hätte, das möchte ich noch dazu sagen, und die Preissteigerungen nicht so stark gewesen wären, dann hätte die EZB die Zinsen vielleicht auch nicht so stark erhöht. Das kommt noch oben drauf, weil wir haben ja diese Gegenerzählung, dass man glaubt, wie erklärt man Inflation, hat es erst ja schon genannt, erstmal also vermeintlich die Lohnpreisspirale, die nie wirklich existiert hat.
Doch, also die Inflation folgt langfristig schon den Lohnstückkosten. Das kannst du empirisch ja, schon sehr gut machen. Ja, aber jetzt, aber das ist nicht als ausschlaggebend für die Inflation jetzt war, das meine ich damit. Weil das wurde ja kurzfristig gesagt. Kurzfristig nicht, nein. Also jetzt in der aktuellen Situation nicht, da hast du recht. Und weiteren, es ist auch so, dass wir haben ja noch diese weitere Erzählung ist, oh, wir müssen Staatsausgaben senken, weil EZB erhöht ja den Leitzins, dass man glaubt, oh, sonst würde der Staat ja die Inflation anheizen. Also der Monetarismus, diese Geldmengentheorie, die aber natürlich auch schon lange, lange widerlegt ist, aber die ja immer noch, wie gesagt, auch greift und damit wird das ja auch überdeckt. Also dass die Unternehmen, die zusätzlich ja nochmal Gewinne einfahren, das wird dann mit dieser Gegenerzählung nochmal überdeckt, sodass man darüber nicht spricht. Mhm. Nun ist es aber ja so, dass diese Übergewinne einmal angefallen sind. Und da fordert Wagenknecht jetzt, wie tatsächlich viele andere in der Linkspartei auch, eine deutlich höhere Besteuerung dieser Übergewinne. Diese Übergewinne, die sind plötzlich jetzt zufällig durch die Knappheiten, die halt infolge unserer Sanktionspolitik entstanden sind und auch der Corona-Pandemie, diese Übergewinne sind zufällig angefallen. Kein Unternehmen konnte damit planen. Also sind diese Übergewinne logischerweise auch kein Anreiz zu irgendwelchen Investitionen, da sie auch in Zukunft nicht anfallen werden. Das heißt, eine Besteuerung dieser Übergewinne jetzt wäre definitiv eine gute Sache und könnte dazu beitragen, dass wenigstens ein Teil dieser, ja, durch exorbitante Preisanstiege erzielten Übergewinne wieder zurück zum Staat wandern. Und auch grundsätzlich spricht sich Wagenknecht langfristig für eine höhere Besteuerung von Unternehmensgewinnen aus. Wir haben ja in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass die Steuern für Unternehmensgewinne durchgängig gesunken sind, aber die Unternehmen mittlerweile trotzdem Nettosparer sind. Sie also nicht mehr investieren, sondern sparen. Diese Steuersenkung für Unternehmen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, die haben also überhaupt nichts gebracht. Jedenfalls nicht das, was sie sollten. Sie haben die Profite der Aktionäre gesteigert, ohne für mehr Investitionen zu sorgen. Ganz im Gegenteil. Ja, genau, das kommt ja auch noch oben drauf. Das ist das, was, wie wir das ja gerade sehen, dass die Unternehmen immer mehr sparen, Gewinne einsacken und dann jetzt zusätzlich aber noch, das muss man auch wissen, durch die EZB, der Leitzins ja nochmal verschlimmert wird. Also man könnte fast schon sagen, dass die EZB sozusagen mit den Leitzins sogar die Inflation teilweise erhöht, weil dann die, denke man, die Bauindustrie, die dann zum Beispiel sagt, nee, wir bauen nicht oder wir erhöhen jetzt einfach die Mieten. Das wird ja mit reingerechnet in gewissen Indexen dann. Ja, das kommt nochmal dazu. Also zur Zinspolitik hat sie, fand ich ein bisschen schade, im letzten Jahr leider ein bisschen wenig gesagt. Aber auch das gehört natürlich dazu, dass die zu einer vernünftigen Wirtschaftspolitik, dass die Zentralbank nicht von heute auf morgen die Zinsen mal eben von 0 auf 4,5% anhebt und damit ganze Branchen wie die Bauwirtschaft quasi abtötet. Also das ist ja ein katastrophaler Einbruch, den wir da sehen, der durch diese katastrophale und durch nichts gerechtfertigte Geldpolitik verursacht wurde. Die Erzeugerpreise finden sich mittlerweile komplett im Sinkflug. Wir haben also einen Abfall von über -10% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Also wir sehen bei den Erzeugerpreisen jetzt schon absolut keine Inflation mehr und das wird auch auf die Verbraucherpreise durchschlagen. Also wir werden auch bei den Verbraucherpreisen sehr bald wieder eine Normalisierung sehen und da wird sich zeigen, dass es für diese Zinserhöhung absolut keine Rechtfertigung gab. Ganz im Gegenteil, diese Zinserhöhung noch richtig reinschlagen und dem Wirtschaftswachstum noch weiter schaden werden. Und das hatte sogar auch Maurice Höfgen sogar vorhergesagt, dass die Erhaltungskosten ja nochmal oder diese Inflationsrate um 10,2% sinkt. Das hat er vor, ich glaube, Anfang des Jahres, Mitte so oder also in den ersten Monaten sogar noch vorhergesagt. Er sagt, nee, die werden senken. Und trotzdem kommt man und sagt, oh, das ist so hoch und die EZB muss die Leitzins hochsetzen. Obwohl man sich sagt, was? Also, das ist. Das wäre ein anderes Thema, worüber wir nochmal reden könnten. Die Prognosen, die viele Keynesianer, auch Rainer Flassbeck hat das schon vor etlichen Monaten gesagt, dass die Erzeugerpreise so im Herbst, Spätsommer 2023 deutlich, deutlich negativ sein werden. Dass diese Prognosen von vielen Keynesianern sich jetzt eben erfüllen. Das mit einem allgemeinen Achselzucken quittiert wird und niemand darauf reagiert, dass die eigenen Prognosen, nämlich die Inflation ist dauerhaft, wir müssen jetzt unbedingt bekämpfen, dass die komplett falsch waren. Was ich aber zum Beispiel auch dann bei Wagenknecht schade finde, wie du bereits sagtest, zum Beispiel mit der Kritik an den Leitzinserhöhungen, das glaubt kaum ein Linker macht das leider, also viel zu wenig, und dass sie leider auch so der Typ ist, der ja sagt, aber die Kleinsparer, weißt du, die bekommen ja auf ihren Sparguthaben da kein zusätzliches Geld. Das hatte sie, glaube ich, noch in den letzten Jahren irgendwie vertreten. Also diese Kritik dann an die EZB mit der Nullzinspolitik.
was ich schade fand zum Beispiel. Ja, das war die falsche Kritik. Die EZB hat durch diese Nullzinspolitik ja nur auf eine Schwäche der europäischen Wirtschaft, die durch eine falsche Fiskalpolitik ausgelöst wurde, reagiert. Also die EZB, die ist ja eine technokratische Institution. Dass sie jetzt so inkompetent und komplett falsch handelt und sich nicht mal an ihre eigenen Grundsätze hält, das sollte man natürlich kritisieren. Aber in der Zeit, in der Nullzinsen herrschten, da hatten wir ja wirklich eine Inflation, die niedriger war als das, was eigentlich geplant war, nämlich 2% pro Jahr. Und die EZB hat dann halt das gemacht, was sie tun konnte, um die Inflation irgendwie anzuregen, was natürlich nicht geklappt hat, wenn die Lohnpolitik und die Fiskalpolitik da nicht vernünftig mithelfen. Ja, wie gesagt, da wurde in den letzten Jahren also total viel verpennt. Aber das ist, also das war ja noch diese Ideologie, also der deutsche fleißige Sparer, und das ist irre. Also wenn man das sich nochmal so das letzte Jahrzehnt nochmal anschaut, also wie gesagt, aber auch schade, dass da von Seiten Dingen, dass es da oder auch von Warenknecht nicht so eine fundierte, intelligente, kluge Kritik gab. Aber ich glaube, da fehlt dir vielleicht aber auch einfach diese theoretische Grundlage. Also denke mal an die MMT und so weiter. Sie ist Ökonomin. Ja, aber ich würde sagen, das ist noch so ein bisschen, ich sag, keynesianisch natürlich. Aber das eher, glaube ich, so der Begriff der Geldschöpfung und der wie entsteht Geld und wie kommt es eigentlich in den Kreislauf, das noch nicht versteht. Aber wir sollten uns auch nicht zu sehr auf die Person konzentrieren. Ich hatte es ja anfangs schon gesagt, es geht um die Inhalte, und Warenknecht ist da halt nur eine Kristallisationsfigur, die so von den Medien vielleicht auch unabsichtlich aufgebaut wurde, weil die Medien sie die ganze Zeit eingeladen haben. Sie waren froh, dass meine Linke da war, die Klartext gesprochen hat und mal gegen die eigene Partei geschossen hat. Und ja, jetzt haben die Medien sie so stark aufgebaut, dass sie mittlerweile durchaus in der Lage wäre, so viel Öffentlichkeit zu mobilisieren, dass sie eine eigene Partei gründen könnte. Also das ist auch eine interessante Entwicklung. Naja, kommen wir zum nächsten Punkt. Frieden. Die Linkspartei ist da ja, wie wir eben schon besprochen hatten, eingeknickt. Was glaubst du, müsste da eine Partei jetzt fordern? Also die Frage der Diplomatie, die müsste eine Linke natürlich erstmal auch ausbuchstabieren. Also wie können wir Schritt für Schritt wirklich dazu hinkommen und das dann mit der Frage der Energiesicherheit auch verbinden? Was meine ich damit? Ich würde sagen, Druck auf die Ukraine ausüben erstmal, oder? Ja, auch. Also dass man, ich glaube, die Linke müsste davon erstmal auch mal wegkommen, nicht mehr in diesem gut und böse Schema davon erstmal wegkommen, wie es in den Medien so diskutiert wird. Das ist dann meistens, aber du solidarisierst dich hier nicht mit der Ukraine, oder bist du dein Putin-Verscherer, was auch immer, dass man sich zu sehr von solchen Rhetorikfallen da einvernehmen lässt. Und da zum Beispiel seine Wagenknechte ja sehr, sehr stark standhaft, was ich zum Beispiel sehr, sehr gut finde, und viele Linke nicht, weil da sind ja auch eher eingeknickt. Ja, absolut. Also wir sehen ja, wie die ukrainische Regierung mittlerweile Verhandlungen mit Putin per Dekret verboten hat. Also wie ein absoluter Verhandlungsunwille auf der einen Seite herrscht. Und wenn wir der Ukraine Geld und Waffen ohne jedwede Bedingung geben, dann unterstützen wir damit auch diese Haltung, die uns in einen endlosen Krieg führt. Also das ist ja jetzt keine angenehme Perspektive, in den nächsten Jahren da noch einen Krieg in Osteuropa toben zu haben. Nein, und es kann auch keine Perspektive sein, weil wenn als Linke ist uns ja die Gleichheit extrem wichtig. Und wenn wir mal auf die Frage von russischen Soldaten und auch auf ukrainischen Soldaten nochmal anschauen, wollen wir wirklich, dass das Sterben noch weiter fortgeschritten wird? Dann viele Russen und aber auch Ukrainer wollen das ja auch gar nicht, weil viele versuchen ja auch zum Beispiel aus der Ukraine oder aus Russland zu fliehen, aber sie werden ja daran gehindert, zum Beispiel in Deutschland oder was auch immer, Asyl suchen, aber sie werden nicht wirklich angenommen. Und das ist ja auch ein Diskurs, der ja so gut wie gar nicht stattfindet. Es ist sogar noch viel verrückter. Also die ukrainische Regierung, die fordert mittlerweile sogar schon, dass Wehrdienstverweigerer, die ins Ausland geflohen werden, dass die zurück in die Ukraine abgeschoben werden. Also so weit ist es mittlerweile schon. Ich habe von unserer Bundesregierung bisher zumindest noch kein klares Dement gehört. Also da könnte ja mal ein Journalist beispielsweise bei der Bundespressekonferenz mal nachfragen, wie denn die Bundesregierung dazu steht. Polen beispielsweise hat nämlich schon Leute, die Menschen aus der Ukraine rausgeschmuggelt haben, die diesen Menschen also geholfen haben zu fliehen, wieder zurück in die Ukraine abgeschoben. Also wir laufen hier gerade auf wirklich düstere Szenarien zu, sollte sich Deutschland diesem Verhalten anschließen. Ja, auf jeden Fall. Also das
Ich finde es auch irre, dass sich auch viele Linke ihre eigenen Widersprüche da nicht verstehen. Also, dass sie sagen, offene Grenzen, sollten irgendwie nehmen die gerne auf und so weiter und so fort. Aber wenn es um Kriegsdienstverweigerer geht, da sind die viele Linke einfach ruhig und da findet nur vereinzelt noch statt. Das ist doch unfassbar schade. Gerade auch, wenn es um ein Selbstverständnis halt an der linken Politik geht. Ja, ich denke, das hängt auch mit so einer gewissen Identifizierung mit dem ukrainischen Staat zusammen. Viele Leute projizieren da Dinge rein, die einfach nicht stimmen. Oder würdest du es anders sehen? Ja, auch. Also ich würde mal sagen, das ist so ein Ersatzpatriotismus vielleicht oder ein Patriotismus über Bande oder wie oder so kann man das sehen, dass sich viele Linksliberale dann zu schade sagen, oh Gott, Deutschland wegen der Vergangenheit, das können wir ja nicht machen, aber bei Ukraine, das ist als wären die selber schon Ukrainer oder so und also ja, es ist ein bisschen absurd, aber sagen wir jetzt, Deutschland übt auf Ebene der EU Druck aus, dass es endlich zur Verhandlung kommt. Es kommt zu einem Waffenstillstand. Wie sollte dann eine dauerhafte Friedensordnung in Europa aussehen? Aktuell scheint der Plan ja zu sein, dass man immer weiter aufrüstet und Russland als geostrategischen Gegner behandelt. Also ich frage jetzt mal so blöd, ist das eine gute Idee? Nein, natürlich nicht. Wenn wir jetzt schon sehen, welche Probleme wir mit Russland haben, dann will ich nicht wissen, wie das dann jetzt im Jahren oder Jahrzehnten mit China aussieht. Also wenn China zum Beispiel jetzt mal Taiwan auch wirklich vielleicht angreifen sollte oder dort das so eskaliert, dass wir sagen, okay, was machen wir jetzt? Also mit sei es USA, Europa und so weiter. Also eigentlich könnte man dann, wenn man zynisch wäre, jetzt sagen, wir setzen uns ja für Werte ein, beispielsweise für das Völkerrecht, und Taiwan gehört völkerrechtlich zu China, also liefern wir dann Waffen in China, damit das seine territoriale Integrität wiederherstellen kann. Also wenn man diese ganzen Werte konsistent vertreten würde, was natürlich kein Politiker macht, diese Werte, die sind, ja, die gibt man einfach dem gemeinen Volk, damit man irgendeine Begründung hat, um dann moralisch vertretbar, um dann sein Handeln moralisch zu rechtfertigen. Schlussendlich geht es um politische Interessen, letztendlich geht es um Macht und nicht um irgendwelchen Werten, um irgendwelche hehren Werte oder Ideale, die man dem gemeinen Volk dann verkauft. Es geht einfach um das politische. Punkt. Ja, absolut. So, kommen wir zum letzten Punkt. Freiheit. Wagenknecht fordert, also zumindest laut Bild, wie gesagt, es ist noch nicht verifiziert, beziehungsweise sie hat das sogar dementiert, aber da wir nichts Besseres haben, nehmen wir diesen Punkt jetzt mal. Wagenknecht fordert laut Bild, die Cancel Culture in Deutschland zu beenden. Da würde mich jetzt mal interessieren, wie siehst du das? Also, das ist ein zweischneidiges Schwert. Weil der Begriff der Cancel Culture, da kann natürlich rein auch als Strategie genutzt werden, um dann eigene fragliche Ideologien auch durchzusetzen. Ja, also sei es rechtsextreme Ideologien oder auch, man könnte es auch sagen, neoliberale Ideologien vielleicht. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, die werden ja nicht gecancelt. Also neoliberale Ideologien, da habe ich bisher noch nie mitbekommen, dass die gecancelt werden. Naja, könnten ja theoretisch sagen, ne? Also dass sie dann sagen, oh, was du greifst uns an, das ist ja Cancel, was auch immer, so als Diskursstrategie zu verwenden. Also das meine ich jetzt nur. Ja, es geht ja nicht darum, bei Cancel Culture geht es ja nicht darum, dass Leute kritisiert werden, sondern es geht darum, dass Leute aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen werden. Aber das wird ja eigentlich immer gemacht. Also wenn wir jetzt mal Talkshows und so weiter mal betrachten, dann werden ja immer Leute ausgeschlossen aus dem Diskurs. Und dann, dass sie hier eher nach einer anderen Form von Aufmerksamkeit hier aufgegriffen werden und die ihn dort hinsetzt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Also eine gewisse Form von Zensur findet ja immer irgendwie statt. Also das Ignorieren oder das Außen vorlassen ist ja auch dann eine Form von Cancel oder wie will man, das ist ja die Frage, wie man das definieren will. Ja, vor allem sozialdemokratische Meinungen, also Frieden, soziale Gerechtigkeit, also das, was wir gerade besprochen hatten, die finden ja im Diskurs eher nicht statt. Wenn du eine Talkshow im Öffentlich-Rechtlichen siehst, dann wirst du da ganz viele Politiker, also ich gebe mal ein Beispiel, wenn du eine Talkshow zum Thema Rente siehst, beispielsweise 13 Fragen,
Und dann sind da 5 von 6 Gästen der Meinung, oh, unsere Rente ist so, also die Rente ist so knapp, die Sozialkassen sind leer, wir müssen die Rente kürzen, wir müssen länger arbeiten, wir müssen auf Aktien setzen, weil die Finanzmärkte ja magisch Geld erzeugen und wir dadurch unsere Rente besser bezahlen können. Also diese ganzen neoliberalen Bullshit-Talking Points. Also dieser ganze FDP-Sprech, der ist dann absolut hegemonial. Und sogar der Moderator steht dann auf der Seite eben dieser Leute, die eine Aktienrente gut finden. Ich hatte das hier auf meinem Kanal schon mal analysiert. Das ist wirklich absolut krank, was dafür, ja, was da den jungen Zuschauern bei Funk als Diskussion verkauft wird. Und das ist jetzt, ja, da hat zwar niemand laut gerufen, cancelt die minoritäre Position, aber da wurde bewusst eine Position so ausgewählt, dass sie absolut dominant war und die andere Position, da hat man eine Frau eingeladen, nämlich Ines Schwertner. Und sonst waren wirklich nur irgendwelche neoliberalen Bullshit-Talking-Points präsent. Nichts anderes. Einschließlich des Moderators. Und das Gleiche, um jetzt das nächste Beispiel zu nennen, ist ja auch beim Ukraine-Krieg aktuell der Fall. Mal macht man 4-1, also plus der Moderator, also 5-1. Also man lädt 4 Gäste ein, die dann auf einen einschlagen, der Gegenwaffenlieferung ist. Oder man macht komplett homogen, alle sind für Waffenlieferungen, man diskutiert nur darüber, wie man das denn jetzt genau gestalten soll, ob man da besonders viele Waffen oder ein bisschen weniger Waffen hinliefern soll. Also es findet keine klare Diskussion mehr statt. Und wie gesagt, wenn einer da ist, dann werden dem wirklich alle möglichen Sachen an den Kopf gehauen. Er stehe auf Seiten Russlands, er sei ein Bewirtschafter der Angst oder sonst irgendein Schwachsinn. Also die Leute, die sich die jüngste Anne Will-Sendung angesehen haben, die wissen, was ich meine. Also das ist mit Cancel Culture, glaube ich, gemein. Das kann man aber auch, glaube ich, ganz gut mit Pierre Bourdieu natürlich auch erklären. Also seinem kleinen Essay über das Fernsehen ja auch mal verhandelt, über die Frage von Journalisten, von welche Inhalte oder Sachen werden dann halt in den Vordergrund gestellt oder über welche werden debattiert oder nicht. Und das hängt das natürlich auch, diese Homogenisierung auch mit den Milieubildungen zusammen. Also mit welcher Form von, man konnte sie eigentlich schon reingehen und dann Inhalte auswählen. Ja, aber man kann ja trotzdem die Journalisten ein bisschen diverser casten. Also jetzt nicht diverser von irgendwelchen Identitäten, sondern diverser von den Meinungen her. Also dass man dann sagt, okay, wir haben ja jetzt die Hälfte der Journalisten, die ist eher so grün, SPD, also so Mainstream, nennen wir es progressiven Neoliberalismus oder Woken-Neoliberalismus, wie wir es auch immer nennen, ist relativ egal, diese sehr liberalen Einstellungen. Dann casten wir die andere Hälfte halt etwas konservativer beziehungsweise etwas, ja, altlinker, also so wie es früher auch war. Also die Debatten, die waren ja nicht schon immer so einseitig. Diese extreme Polarisierung, das ist ja ein Phänomen der letzten Jahre. Es gab natürlich früher auch schon eine Einseitigkeit, die will ich jetzt nicht abreden, aber so schlimm, wie es jetzt ist, war es vor 10 Jahren, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren noch nicht. Also ob das jetzt schon immer so schlimm hat, das kann ich nicht sagen. Also ich weiß halt nur, also das ist, also ich weiß nur von dem Sinne, dass es halt diese Torwächterfunktion, also wer kommt jetzt hier durch und nicht, welche Sachen werden vertreten oder also Grundsachenhaltung, das glaube ich gab es schon immer. Also dass wir diese Debatten über Medien. Ja, es gab es schon immer, es war nicht so extrem wie heute. Das ist der Punkt. Dass eine Meinung komplett ausgeschlossen wird. Ich meine, Willy Brandts Ostpolitik, die wäre heute nicht mehr möglich bei diesem medialen Klima. Da würde der medial vernichtet werden. Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das ist, finde ich, ein großes Problem, dass da eine gewisse Repräsentation einfach fehlt, dass solche Themen aus dieser Seite beleuchtet werden, also aus der Friedens- und aus der Diplomatie-Seite. Also ich weiß zumindest, beim Deutschlandfunk gibt es solche Sachen, noch wie Alexander, wie hieß der jetzt nochmal? Ich habe deinen Namen vergessen. Ich weiß nicht, der hat auch die Kriegsfibel, glaube ich, geschrieben. Alexander Kluge, ich weiß es nicht. Ja, Alexander Kluge, genau. Also das ist, glaube ich, vereinzelt, zum Beispiel in Deutschlandfunkradio, dass die Sachen zumindest differenzierter betrachtet werden. Also das, ja, aber vereinzelt. Das sollte ja bei den Öffentlich-Rechtlichen die Aufgabe sein, alle gesellschaftlich relevanten Positionen abzubilden. Die sind ja keine Privatmedien. Die sind ja nicht an den Profitinteressen von irgendeiner reichen Medienmogulfamilie interessiert, sondern die sind, eigentlich haben sie die Aufgabe, neutral zu berichten und beispielsweise in diesen Talkshows dann alle relevanten Meinungen entsprechend der Verteilung in der Bevölkerung abzubilden. Und wenn die Hälfte der Bevölkerung für Waffenlieferung, die Hälfte dagegen ist, dann sollten 2-2 diskutieren und der Moderator sollte sich gefälligst nochmal raushalten. Also das sollte doch selbstverständlich sein. Und auch andere Berichte sollten neutral über die Fakten informieren und dem Zuschauer nicht gleich sagen, was er zu denken hat.
Ich würde vielleicht sogar noch weitergehen. Also allgemein bräuchte es hier einfach mal einen Grundaufbau des rechtlich in öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also das müsste, glaube ich, komplett reformiert werden, weil da haben sich so viele alte Strukturen einfach sind da verkrustet. Und allgemein die Talkshows, die sind ja meistens auch in und zu verblöden. Das ist ja echt, also das Diskursniveau ist ja runtergegangen, das ist eher Politainment, ne? Und ja, aber wie gesagt, wirklich klüger ist man nicht. Also, aber ich habe das Buch jetzt vor kurzem Politainment gelesen und dort auch über die 90er Jahre wird dann beschrieben, das Politainment. Und dort wird aber auch geschrieben, dass die Talkshows da auch nicht viel klüger sind. Also, das habe ich, wie gesagt, gelesen und das ist dort auch schon so. Das ist okay. Ja. Das ist, glaube ich, von seiner Form wahrscheinlich schon blöd ist. Gut, wenn wir jetzt mal Marcel Reich-Ranicki vielleicht mal beim literarischen Quartett mal außen vor lassen, ne? Aber. Ja, aber das ist ein Phänomen, was du überall selbst in Sendungen beobachten kannst, die früher mal besser waren. Monitor, die Anstalt, sogar bei privatwirtschaftlichen Sendungen, die nicht irgendeinem Konzern gehören, wie Jung und Naiv. Also vergleich mal die Michael Lüders-Interviews bei Jung und Naiv von heute mit denen von vor 6 Jahren. Also hier siehst du auch so einen deutlichen Kulturwandel oder vor 5 Jahren, ich weiß nicht, wann er da zuletzt war, auf jeden Fall das letzte Michael Lüders-Interview mit denen von vor ein paar Jahren. Hier sieht man auch einen riesigen Kulturwandel bei Jung und Naiv. Und das ist kein öffentlich-rechtliches, das ist nichts, was irgendeinem Konzern gehört. Das ist wirklich ein spendenfinanziertes Format, was diesen Druck nicht hat. Und trotzdem sieht man da so eine gewisse, ja, so einen Kulturwandel. Es werden moralische Vorwürfe erhoben, die so früher nicht erhoben wurden. Es werden moralische Bekenntnisse gefordert. Also Michael Lüders sollte sich beispielsweise dazu bekennen, dass er das Regime in Teheran ganz, ganz böse findet. Also komplett schwachsinnige Frage journalistisch. Aber also es ist absurd. Wir sehen auch, wie diese Kultur, die bei den Öffentlich-Rechtlichen sich immer mehr etabliert hat, wie die auch bei vielen, ja, eigentlich linken Formaten wie Jung und Naiv aus der Privatwirtschaft immer mehr ankommt. Und das ist halt diese Cancel Culture und die muss weg. Und da kommen wir, oder wolltest du dazu noch was sagen? Also ich will nur dazu sagen, ich habe die Interviews selber nicht gesehen. Also ich kann dazu nichts sagen. Ja. Also das, deswegen weiß Guckt ich jetzt euch selber nicht. An, macht euch ein eigenes Bild. Ihr werdet einen riesigen Unterschied von heute zu von vor ein paar Jahren feststellen. Auf jeden Fall der nächste Punkt bei der Cancel Culture ist, dass das staatlich auch gefördert wird. Also dass so Stiftungen wie die Amadeo-Antonio-Stiftung oder das Projekt oder diese Projektreihe Demokratie leben, das ist noch so eine andere, so ein ganzer Fördertopf, da werden ganz viele Projekte draus gefördert. Ich hatte hier zuletzt Florian Warbeck von den Nachdenkseiten zu Gast. Die werden von diesem, ja, von einem von Demokratie leben geförderten Projekt, das heißt Gegneranalyse, übelst diffamiert. Also da werden wirklich auf Staatskosten richtig krasse Lügen gegen ein gemäßigt sozialdemokratisches Medium verbreitet. Also das ist der andere Aspekt der Cancel Culture, dass die wirklich staatlich gefördert wird. Wie gesagt, kenne ich jetzt selber auch nicht. Also ich, da kann ich jetzt nichts sagen. Ja, aber die Antonio-Stiftung kennst du, das hast du doch gerade schon gedacht. Ja, also ich musste lachen, weil ich mitbekommen hatte von, es gab so eine Art Reportage, die sich mit dem Antifeminismus auseinandersetzt hatte und die ja so auseinandergenommen wurde. Also es gab, so viele haben Leute auch darauf reagiert und oder auch die Protagonisten selber, die ja teilgenommen haben, die gesagt haben, was? Also das wird ja total alles verdreht. Und dann ist auch die Antonio Amadeus Stiftung ja auch, glaube ich, Teil nur ganz kurz davon. Aber wie gesagt, bewerten konnte ich jetzt nicht, aber ich musste drüber lachen, weil ich diese Quatsch-Reportage da gesehen hatte. Die war nicht nur Quatsch. Also es ging wirklich darum, Menschen, die eigentlich ganz gemäßigte Ansichten hatten. Also beispielsweise der Equalist, das ist jetzt, also ein Beispiel zu nennen, eine, die da diffamiert wurde. Das ist jetzt keine Rechte, das ist eigentlich eine, die hat relativ linke Ansichten, wenn ich sie mir eigentlich angeguckt habe. Also alle Menschen sollen gleich sein. Reiche Menschen sind in unserer Gesellschaft eigentlich bevorzugt und das Blöde an Identitätspolitik ist ihrer Meinung nach, dass ja sie diesen viel wichtigeren Unterschied, nämlich dass Reiche in unserer Gesellschaft eben materielle Vorteile haben, dass die den verdeckt. Also eigentlich eine total linke Kritikerin dieser Identitätspolitik, so schätze ich sie auf jeden Fall ein, die wird als Antifeministin diffamiert und dann geht die Reporterin da, für die Doku nicht gesehen haben, zu der Frau von der Amadeo-Antonio-Stiftung und fragt sie, warum ist das noch nicht verboten? Also es geht hier wirklich darum, ja, teils linke Kritiker dieser,
so eine, von so einem radikalen identitätspolitischen woken Feminismus, die dann als böse zu ja, markieren, als Feinde zu markieren und dann sogar zu fragen, warum ist das noch nicht illegal? Und die ja, Amadeo-Antonio-Stiftung, die macht da nicht nur mit, das ist deren Hauptbroterwerb, irgendwelche Leute zu diffamieren, die auch nur leichte Kritik an ja, bestimmten Regierungsnarrativen haben, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und man hat natürlich auch gemerkt, die haben nicht einen feministischen Text gelesen. Also ein, wie sagt Butler, Simone de Beauvoir oder und Co., also die ja diese Grundsteine gelegt haben für den Feminismus. Also man merkt, also die definieren das ja auch nicht mal wirklich. Oder welche Phasen es gibt, welche Form von Feminismen, welche Spannungen es gibt und was auch immer und so fort. Der Equalist ja, also ich hatte, glaube ich, nur von ihr das Video noch gesehen, also die, ihre Antwort darauf. Auch wenn ihr Ausdruck nicht ganz gelungen ist, aber ich habe verstanden, was sie meinte. Sie hat ja gesagt, es gibt verschiedene Strömungen und die stehen sich manchmal auch selber im Weg, weil es gibt ja Spannung oder verschiedene Ansichten. Das wollte sie ja erklären. Sie hat gesagt, eine davon, der Strömung, die würde sie kritisch sehen, die sich sagt, dass die setzen sich nicht wirklich mehr für die Gleichheit ein. Das war, glaube ich, auch ihr Punkt. Das wurde ja natürlich, glaube ich, dann auch bei ihr, glaube ich, auch komplett rausgeschnitten. Also das ist, oder sondern man hat sich irgendwie man hat, glaube ich, einen ganz kleinen Ausschnitt genommen und dann hatte sie ja darüber gesprochen, also diese Reporterin, Anführungszeichen, und man sagt immer, dachte ich mir so, warum hört man nicht ihr O-Ton? Also das nur als Beispiel, ne? Ganz einfach, man wollte sie schlecht aussehen lassen, man wollte ja wirklich Leute als Feinde markieren und das ist kein Zufall, dass man da mit der Amadeo-Antonio-Stiftung gesprochen hat. Und das ist dieser staatlich geförderte Aspekt der Cancel Culture. Also ich meine jetzt gar nicht mal Funk, das war ja diese Homogenität in öffentlich-rechtlichen Medien, die wir schon gesprochen hatten, sondern diese Amadeo-Antonio-Stiftung. So etwas darf keine staatlichen Fördergelder bekommen, gar keine mehr. Die müssen komplett gestrichen werden. Ja, wie gesagt, wie ich bereits sagte, da müssen wir auch, braucht es auch dringend mal Reform oder auch mal eine Differenzierung, dass man nicht solche, sondern eine Plattheit da fördert. Ja, also möchtest du sonst noch was zum letzten Punkt sagen? Zum Thema Freiheit. Wir haben jetzt das Thema ja Cancel Culture. Das war ja das hauptsächliche Freiheit, dass man die Meinungsfreiheit schützt. Dass, also da wurde auch der Straftatbestand in letzter Zeit immer weiter verschärft für Volksverhetzung. Man kann ja beispielsweise mittlerweile schon bestraft werden, wenn man sagt, dass man sich in die Lage Russlands hineinversetzen solle. Kein Scherz, es ist ein Mann namens Heinrich Brücker, der wurde vom Gericht tatsächlich verurteilt, weil er gesagt hat, dass man sich in die Lage Russlands reinversetzen soll. Also es ist wirklich komplett krass, was da mittlerweile passiert. Und das will die Wagenknecht-Partei natürlich laut Informationen vom Bild auch ja rückgängig machen. Ja, also ja, ich verstehe, was ihr meint. Also ich verstehe Ihren Punkt auch mit Meinungsfreiheit, weil tatsächlich ist ja der Meinungskorridor, der schrumpft ja sehr, sehr stark. Und aber wie gesagt, die Frage ist natürlich, man muss auch mal ein bisschen kritisch sehen, wie gesagt, wenn das Teil selbst einer Strategie wird, um andere Sachen, die eigentlich andere Dinge einfach durchzusetzen. Wie gesagt, da muss man auch mal sehr, sehr stark natürlich immer aufpassen, aber ich gebe Wagenknecht auch vollkommen recht, also dass es da diese echte Undifferenziertheit gibt, liegt auf der Hand. Also würdest du abschließend sagen, wir brauchen eine neue linke Partei, am besten mit Sarah Wagenknecht als Kanzlerkandidatin? Ja. Also weil sie einfach die beliebteste Politikerin einfach ist, der Linken. Also das wäre sie aus Aarhus eingestellt an der neuen Partei. Wie gesagt, die Frage ist natürlich, wie sich das weiter ausgestaltet. Das ist nur ein kurzfristiger Erfolg, wie ihr denkt, man ist an die Partei. Oder ist es dann halt auch langfristig einen Punkt, will sie dann selber eine Protestpartei sein oder will sie halt auch wirklich mitregieren, was auch verändern zu den Gunsten der Leute. Ne? Ja, das ist der andere Punkt. Ja, deswegen, solange noch keine neuen Parteien entstanden sind, muss man versuchen, gegen die aktuellen Parteien alles durchzusetzen, was sich durchsetzen lässt. Entweder indem man Minderheitenregierung toleriert oder selbst so stark wird, dass man eine Minderheitsregierung anstreben kann. Solange es keine anderen koalitionsfähigen linken Parteien gibt, SPD und Grüne, darüber hatten wir auch schon eine Debatte gemacht, die sind meiner Meinung nach absolut der falsche Ansprechpartner, wenn man linke Politik machen will. Du hast da eine andere Meinung. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch unsere letzte Debatte an. Ich würde sagen, das war ein schöner Abschluss. Wir verabschieden uns wieder und auf viele weitere Debatten. Tschüss.